Hallo und guten Tag. Im dritten Teil unserer Klaas Original Schmierstoff Videoreihe widmen wir uns heute den Hydrauliköl. Zusammen mit Hendrik Scholle, als Ingenieur der technischen Entwicklung und dort spezialisiert auf die Hydraulikanlagen unserer Maschinen, befinden wir uns im Prüflabor hier im Werk in Hasewinkel. Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns hinter die Kulissen der technischen Entwicklung zu schauen. Hallo Hendrik, vielen Dank für deine Zeit und dass wir heute hier sein dürfen. Ja, hallo. Wir befinden uns hier in der technischen Entwicklung. Hier haben normalerweise nur wenige Zutritt, aber ich mache für Sie heute einmal eine Ausnahme, um Ihnen die Besonderheiten der Original-Klaas-Hydrauliköle zu zeigen. In meiner Funktion bin ich zuständig für die Entwicklung von Hydrauliksystemen, zum Beispiel Jaguar oder Lexion, aber auch für die Analyse von Hydraulikölen. Es ist immer ein sehr schwieriger und aufwendiger Prozess, Hydrauliköle abzuprüfen, weil wir sehr hohe Anforderungen an unsere Hydrauliköle stellen. Und das muss natürlich für Maschinen entsprechend tauglich geprüft werden. Wenn wir ein Öl gefunden haben, was in Ordnung ist, dann bekommt es eine Freigabe und wir können es einsetzen. Aber fangen wir von vorne an. Wozu braucht man eigentlich ein Hydrauliköl? Ein Hydrauliköl wird in erster Linie dafür genutzt, um Energie in dem System zu übertragen. So, dass man mit einer auch kleinen Pumpe große Kräfte aufbringen kann. Das kann man vergleichen wie mit einem langen Hebel, mit dem man große Gewichte sehr leicht heben kann. Na, da haben wir bei Klaas sicherlich einige Maschinen im Produktportfolio, die mit Leistungen jenseits der 800 PS besonders hohe Ansprüche an ein erstklassiges Hydrauliköl haben. Ich denke da zum Beispiel an den Klaas Jaguar. Ja, da hast du recht. Der Klaas Jaguar, der weltweit erfolgreichste Feldhäcksler, hat eine Vielzahl von Hydraulikteilen eingebaut. Das sind die Stellzylinder, das sind Hydraulikmotoren, nicht zuletzt der Hochleistungsantrieb für unseren Einzug. Und da ist es besonders wichtig, das optimale Hydrauliköl zu nutzen. Was macht denn ein Hydrauliköl zu einem optimalen Hydrauliköl aus deiner Sicht? Das ist eine gute Frage. Die Original-Klaas-Hydrauliköle garantieren die besten Einsatzbedingungen. Die Öle sind so konzipiert, dass wir selbst bei heißen Temperaturen eine hohe Viskosität haben, gleichzeitig für niedrige Temperaturen einen entsprechend niedrigen Pourpoint haben, so dass diese Öle jahreszeitenunabhängig eingesetzt werden können. Das ist nicht das Einzige. Ein Hydrauliköl sorgt natürlich dafür, für die optimale Schmierung, ist gegen Korrosion, gegen Verschleiß und soll auch Schäumen vermeiden. So haben wir mit unseren Ölen das Beste herausgeholt und sind zuversichtlich, dass die Maschinen immer die beste Performance bieten können. Ganz besonders hervorzuheben ist unser Klaas Agrihyd Extreme 46. Dieses Öl ist ein besonderes Öl auf Basis von Polyalpha-Olefinen. Mit diesem Öl können wir sogar eine Ölwechselintervallverlängerung um den Faktor 3 erreichen. Das ist besonders hervorzuheben, weil dieses Öl nicht nur unsere guten Eigenschaften des Standardöles aufweist, sondern darüber hinaus eben durch diese Technik besondere Vorteile bietet. Gibt es denn in der Landwirtschaft neben den genannten Vorteilen und Anwendungen noch spezifische Anforderungen an ein Hydrauliköl? Ja, auf jeden Fall. In der Landwirtschaft ist immer damit zu rechnen, dass wir Kontamination durch Schmutz haben oder möglicherweise auch einen Wassereintrag in das System. Um dem zu begegnen, haben unsere Hydrauliköle spezielle detergierende Eigenschaften. Das erreicht man durch Additivierung, das ist ein zusätzlicher Stoff in dem Öl, und der ermöglicht, dass diese Partikel oder Wasser dem Filter zugeführt werden und somit wird die Maschine dann nachhaltig vor eben Verschleiß geschützt. Den Fall haben wir recht häufig in der Praxis. Im direkten 1:1 Vergleich unserer Klaas Original Agrihyd Hydrauliköle zu herkömmlichen Hydrauliköln zeigen sich schnell die Unterschiede. Zum einen der bereits angesprochene Partikeltransport, das heißt die detergierenden Eigenschaften, aber auch zum anderen die emulgierenden Eigenschaften unserer Hydrauliköle, hier ganz praktisch dargestellt. Ja, richtig. Hydrauliköle und Öle im Allgemeinen sind normal hydrophob. Das heißt, wir haben eine klare Phasenbildung zwischen Wasser und dem Öl. Wir haben hier zwei Proben. Einmal ein herkömmliches Öl, wo wir diese Phasenbildung haben, im unteren Teil Wasser, oben das Öl. Auf der anderen Seite haben wir hier ein detergierendes Öl, wo unten Wasser ist und oben ein Gemisch von Wasser und Öl. Das Öl und das Wasser bilden eine Emulsion. Der gleiche Mechanismus ist bei den Detergenzien mit Schmutz. Das heißt, wir haben hier den Vorteil, dass dieses Gemisch
durch das Hydrauliksystem dem Filtersystem zugeführt wird und somit dann entsprechend Partikelwasser abgeschieden werden kann. Ja, so viel von uns zum Thema Hydrauliköl. Vielen Dank, Hendrik, für deine detaillierte Erklärung. Wir sehen uns im nächsten Teil unserer Videoreihe wieder.